Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terra Fate of Aaron, BR Hard Mode. Ich bin jetzt dazu verdonnert worden, erstmal weniger Mobs zu holen, weil die Leute Probleme hatten. Also hole ich jetzt erstmal die Hälfte der Mobs. Ich hole erstmal nur die Mobs und nicht den großen. Oh, den da oben habe ich nicht gesehen. Den da oben muss man aufpassen, der macht viel Damage, wie ihr seht. Jetzt muss ich blocken und einfach versuchen, hoffen, dass die DPS schnell sich um die Mobs kümmern. Aber sieht ganz gut aus. Ja, das lief gut. Man muss sich da nicht viel als Tank reinerwischen, einfach ein bisschen Aggro am besten zielen und dann einfach so schnell wie möglich die Mobs von den DPS töten lassen. Wenn man gute DPS hat, läuft das eigentlich ziemlich gut. Jetzt gehe ich weiter, jetzt hole ich erstmal den nächsten. Also jetzt ein paar Mobs und die große Krabbe jetzt als nächstes. So, ein paar Mobs noch dazu. Na gut, jetzt haben sie das Akku gezogen. Kriege ich relativ fix wieder. So. Stunnen wir einfach kurz mal die Krabbe. Mein Shout kann auch stunnen, was es eigentlich ziemlich praktisch macht für größere Mobs. Einfach nur viel in Bewegung bleiben. Versuchen ein bisschen zu blocken, ein bisschen Akku zu halten, mal größere Mobmengen. Und ja, wenn die Mobs weniger werden, einfach mit DPS den Leuten helfen, dass es schneller Stelle geht. Das Wichtigste eigentlich bei Tanks ist das Abpassen, das richtige Timing zwischen DPS und... Mal aufpassen, wie den oberen Typen da. Ich spreche jetzt mal aus. Gut, er ist vorbei. Er macht immer unter sich solche komischen Zirkel, die 30% Schaden circa machen. Das habe ich so eingeschätzt, dass es 30% waren. Kann auch mehr sein. Er macht auch gerne Kombos davon und das kann ziemlich kritisch enden. Ich hole jetzt den Rest. Ich glaube es einfach durch, hole den Rest. Weil wir weiter hinten safe sind von diesem komischen Viech von oben. So, jetzt folgen mir alle, das ist gut. Ich hoffe... Ach Leute, warum müsst ihr das denn machen? Na gut, da kann ich halt nicht sie wallen, wie ich gehofft hatte. Das hier und den einmal iframe. Da habe ich Def dazu. Ja, jetzt gehen sie wenigstens auf mich. Jetzt einfach kurz warten, bis sie die DPS den Job erledigen. Lief ziemlich gut. Oh, sehr schön. Bin ich aus der Range draußen von dem Viech? Hat es umgedreht? Ich glaube ja. Hier in der Ecke müsste man sicher sein von dem Viech, deswegen im Normal Mode oben einfach alle auf einmal und stellt sie hier hin. Und ich glaube, das habt ihr gesehen gehabt. Ich kann mich gerade nicht mal mehr daran erinnern. Echt schrecklich. Das lief ohne Probleme. Ich muss Nachtscham, die meisten Sachen gehen zu Ende. Gut. Oh nee, was kommt jetzt? Gut, Bloody Weißes Kind ist nur Normal Mode, nicht Hard Mode. muss ich mal kurz sagen. Wenn du debufft wirst, geh in die Mitte. Wenn du nicht kannst, dann mach den Whirlpool kaputt. Gut. Ich hoffe, das reicht ihm als Erklärung. Gut, er hat's verstanden. Ich hoffe, das klappt alles so. Jetzt einmal kurz rebuffen. Das. So. Alles drin. Ja, da können wir weitermachen. Hoffentlich nicht wieder. Ja gut, alle sind dabei. Dieser Kampf wird ziemlich lange dauern wahrscheinlich. Ach ne, warte. Den starten wir nicht. Hat gerade jemand einen DC gehabt. Ich werde kurz sagen, wie er kommt und dann schneide ich die Zeit kurz raus. Bis gleich, Leute. So, dann geht's jetzt weiter. Er ist zurück. Das Aufnahmeprogramm ist abgestürzt, kurz nachdem ich DC hatte. Das ist natürlich ganz passend. Das wird ziemlich anstrengend diesmal, weil Pika Hartmut nicht kennt. Aber wir sind DPS-technisch besser als früher. Also eigentlich sollte es alles gehen. Hoffen wir es. Ich hoffe, es kommen alle. I didn't realize I got deceived. Das sieht man doch. Wenn man fliegt, fliegt man. Können wir loslegen? Kommt runter. Na los. Okay.
Gut, der Healer muss sich noch bewegen, dann gehe ich los. Die Healer brauche ich wirklich. Ja, der Healer bewegt sich. Dann fange ich einfach mal an jetzt. Ich muss aufhören. Dieser Rush-Angriff war früher so gefährlich, der konnte jeden Tag One hitten. Aber wie ich sehe, ist er nicht mehr ganz so stark wie früher. Aber er hat mich trotzdem wahrscheinlich... Oh, was ist los? Ich kann dich blocken, warum nicht? Was ist los? Ich gerade irgendwie schlecht. Ich glaube, ich habe das Timing gerade extrem verpasst. Okay, gut, das war dann wahrscheinlich mein Fehler. Scheint alles noch funktionieren. Oder ich stecke noch an der Wand fest. Man kann die als Tank auch gut in der Wand feststecken und dann kann man keine Steals einsetzen. Das ist auch möglich. Er wollte uns gerade vieren. Wenn wir alle gefiert worden sind, dann hätten wir ein ziemliches Problem gehabt, weil er uns einfach tot hätte waschen können und dass den Healer nicht auch viert. Ich hatte früher mal, als ich noch logiert war, so Angst vor dem, weil jede Aktion von ihm hätte mich umbringen können. Nein! Da habe ich ein bisschen Death from Evoe die Timing verpasst. Sollte man nicht, vor allem dieser Rush-Angriff in Kombination mit Death from Evoe ist extrem gefährlich. Okay, ich merke gerade, der Healer ist noch nicht ganz used to the Instance, glaube ich. Das heißt, ich muss ein bisschen defensiver spielen. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn ich nicht ganz oft blocke, damit ich ein bisschen mehr Damage austeilen kann, aber ist halt so. Jetzt hat er einen Circle da. Okay, dann hat er es an die Seite gebracht. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn Pika nicht bemerkt, dass eine Zirkel unter seinen Füßen ist und er es an ganz ungünstige Plätze legt. Weil der Kampf könnte... Ah gut, da geht relativ fix der Damage, den wir machen. Eigentlich sollte der Kampf kein Problem sein. Da ist ein Whirlpool in der Mitte. Jetzt sollte irgendjemand diesen Whirlpool entfernen. Am besten DPS. Ein Tank normalerweise nicht. Das heißt, die Gegner gehen Leute eigentlich zum Whirlpool über. Aber gerade geht's noch. Alles hier. Der Healer fokussiert mich auch ein bisschen mehr. Das ist ganz gut. Ein bisschen Akku noch mehr halten. Ah, das ist schon ewig, dass er das gehauen hat. Jetzt ist der Mob dann komisch gewesen. Ah, Mist. Oh, nein. Natürlich die Kombination der beiden Sachen. Ich muss kurz in die Mitte. Das Poison hört nämlich nicht mehr auf und so weiter. Und das ist ziemlich nervig, weil ich kein Mana mehr habe. Das muss ich ihn nur irgendwie zu mir bekommen, den Fisch. Na, komm her, komm her, komm her. Ach, Mist. Dann hole ich ihn an diese Wand halt eben. Ist mir auch egal. So. Barricade und the Pool. Das heißt, die Leute kommen ja nicht in den Pool. Nett ist, die Barricade hat viel mehr Leben als im Normal Mode. Deswegen müssen die Leute DPS jetzt wieder fokussen. Das war ich mal mit Death and Both aus. Das ging gut. Ich muss aufpassen mit meinem Blocken. Mein Blocken braucht viel. Wenn ich aufpasse. Und das E brauche ich ja auch für notfallsmäßigen Ausweichen. Ach, Mist, wieder getroffen worden. Ach. Das kann man besser ausweichen. Oh oh. Oh, ich blocke ihn mal an diese Wand hier hinten. So. Evading Tank ist zwar eine ziemlich nice Klasse. Vor allem, ich finde auch die beste Klasse eigentlich. Vor allem für mich. Aber mit diesem RE-Konsum und Mana-Konsum ist echt enorm, wenn man nicht ganz aufpasst. Wenn man nicht aufpasst. Muss so ausweichen und dann. Ach, das lief doppelt schlecht, glaube ich. Für mich. Zum Glück habe ich Defense. Ich wollte einfach von Death and Both beides ausweichen und habe das Timing, glaube ich, falsch gemacht. Ich konnte es aber auch nicht ganz so gut sehen. Aber wo seht, ich hoffe, durch Scanner geht nicht alles verloren, weil ich ja zum allerersten. Ich habe noch nie in hohen Auflösungen wie jetzt aufgenommen. Also mit Full HD und 60p. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, meine Festplatte läuft nicht voll. Ah, natürlich, dann gehe ich halt irgendwo anders hin. Uff, und ich werde wieder getroffen. Great. So, jetzt ist das zum Glück jetzt gerade der Teich im Ende verschwunden. Nur mit dem Boss mal ein bisschen. Ah, der Winkel ist nicht der beste. So, und jetzt holen wir ihn so. Sehr schön. Jetzt bin ich in der Ecke. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht in diese Pfützen da reinjagt. Zwei Todeskämpfe sind um. Das ist ziemlich gut. Läuft. Aber wie ihr seht, die Pfützen lösen sich auch nicht wirklich auf. Deswegen muss man da sehr aufpassen, dass man als Tank einen guten Spot findet, wo man hingeht. Wenn die Party auch noch mehrere Leute sterben, dann kann es ziemlich gefährlich werden. Weil immer Pfützen werden, die sich nicht wirklich auflösen. Jetzt Death from Above. Sehr schön. Das muss man hier extrem gut timen, weil diese Wellen lassen einen zurückschrecken. Jetzt einmal ausweichen und Death from Above. Sehr schön.
wenn das nicht zurückschrecken und wenn er dann unrushen macht, dann wird man voll davon getroffen. Das war früher immer so gefährlich. Da konnten selbst die besten Tanks, wenn sie es einmal falsch nicht perfekt timen konnten, an Situationen sind sie so schwer, da kann man es gar nicht richtig timen. Die Sicht aus Sicht des Tanks im Hard Mode ist natürlich was vollkommen anderes als die Sicht eines Archers im Normal Mode. Weil man immer so aufpassen muss. Aber ich bin relativ. Fix so. Wenn er einen so ranzieht, dann macht er gleich da unter so eine neue Welle. Dann muss ich kurz sich neu positionieren. Okay, er kommt schon gleich mit. Ja, okay. Ich hoffe, ich kriege ihn so ein bisschen zu mir hingelockt. Das stört mich gerade so ein bisschen. Nein! Letzte Sekunde hat es mich noch getroffen. Ich will ihn gerne an diese Wand da haben, weil da ist noch nicht so viel. Akku erneuern, hat mich getroffen. Block ihn. So, und jetzt kann ich mir ein bisschen Akku aufbauen. Diesen Mob ist wirklich, dass man viel Akku aufbaut, weil die Fernkämpfer ihr einfach so viel Damage dealen, wenn man selber nicht aufpassen kann. Und definitely Bro, Welle ausweichen. Aber man sieht, wenn man. Wenn die Skills, wenn die Welle gut getimed wird von dem Boss mit seinen Skills, dann kann es echt viel Damage machen. Lief viel besser als der erste Mob, sehr schön. Gut. Normalerweise benutze ich in Instances eigentlich fast niemals Noctrim Infusion hier, weil der einfach so kostspielig ist. Auch so ein Gold ist pro, aber ich mache mit jedem Hit, den ich lande, verbrauche ich einen und mit jedem Skill sammeln wir eher. Ich habe gerade schon ein paar hundert verbraucht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der Bug noch funktioniert. Etching Grounded. Ah, okay, das hätte man auch gut verkaufen können. Aber, naja. Brauche ich nicht. Kein Bugsy Bates. Kalte Scroll haben, die ist viel wert. Egal, okay. Ich habe gesagt, ich kann es versuchen. Ich kann es gerne versuchen, ob ich die Bälle backen kann, aber ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe. Weil es gibt hier so einen kleinen Trick, aber ich glaube, der wurde auch schon genervt, aber. Können wir weitermachen? Ich würde gerne weitermachen, sonst zieht sich alles so in die Länge. Ich versuch's einfach mal. Ja, scheint geklappt zu haben. Ich gehe mal kurz in die Offensive Stance. So, ich muss jetzt einfach nur den Ball kaputt machen. Weil normalerweise würde ich jetzt einen Timer anspringen und wir hätten nur ein bisschen Zeit, wie ihr gesehen hattet. Und das ist die easyere Variante. Ich habe keine Ahnung, wie das so wirklich funktioniert. Ich nehme einfach nur meinen Rushing Skill kurz vor der Treppe und rush über die Treppe rüber und dann irgendwie aktiviert sich dann die Zeit nicht. Und im DPS-Stance, wie ihr seht, mache ich auch schon viel mehr Damage. So, und dann ist es jetzt fertig. So gut wie. So, fertig. So, jetzt können die anderen kommen. Mache ich mal wieder aus. So ist meine Tank-Stance wieder an. Und jetzt geht der Timer erst los eigentlich. Wie ihr seht, 3, 2, 1, wie wir letztes Mal kennen. Jetzt müssen wir Bälle zerstören, da sie aber schon kaputt sind. Spawnen einfach die Truhen. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Weiß auch nicht, ob das von den Machern so geplant ist. Auf jeden Fall gibt es das schon ewig und es wird nicht gefixt. Keine Ahnung. Wieso? Ich habe auch schon Texte im Forum gelesen, dass das schon mal gepostet worden ist, aber die Leute wollen es irgendwie nicht korrigieren. Naja, jetzt warten wir hier auf jeden Fall so, weil so bekommt man sogar alle Truhen, nicht nur immer nur eine, sondern man kriegt die goldene, die silberne und die normale Truhe. So, daneben. Ha. Man bekommt natürlich ein paar Mal Geld. Leider verbraucht das ein bisschen an Zeit. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder ein Part rauscutten, und zwar wenn wir von hier zum Boss. Ah, wo zum Boss? Ja, so viel passiert da eigentlich nicht. Ah.
denke mal, ich kann gleich nach der nächsten Truhe ein bisschen weitergehen. Aber die bisschen Gold, die sind auch nicht wichtig. Und ich mobb ihn. Ah, ich denke mal, ich gehe jetzt weiter. Das. Jetzt spawnt nämlich nur kurz vor Ende noch so ein kleiner Minion und der ist nicht wichtig. Ich mag übrigens meinen Style auf meinem Warrior ziemlich gerne. Er ist ja das komplette Gegenteil zu meinem Zerg, der in weiß so ein bisschen kleidet ist, und mein Warrior ist ja so komplett in schwarz gekleidet, so ein bisschen drachenmäßig mit Assassinenhandschuhen und so weiter. Jetzt frage ich mich gerade, wir springen einfach runter. Ja, okay. Gut, dann machen wir die. Warum bin ich da links lang? Huch. Warum geht da links lang? Habe ich gerade gefragt. Gut, ich denke mal, ich schneide diesen. Der Teil ist genau dasselbe wie beim Boss, deswegen schneide ich es raus und sehen wir uns gleich zum Boss wieder. Bis gleich. Und damit kommen wir zurück. Wir finden uns jetzt vor Fulmi. Hard Mode. Ich bin ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die anderen sterben. Ich weiß nicht, wie ich mich selber halten werde, aber eigentlich war ich früher mal ganz gut. So, und jetzt ist der Skill natürlich zu Ende. Da kann ich jetzt mich auf TPS hier konzentrieren. Bitte aktiviere dich. Warum kann ich die nicht aktivieren? Dann muss ich die hier aktivieren. So. Mehr Power. So. Ich habe Pika gerade erklärt, was er machen muss, und er glaubt, er steht als erstes. Na gut. 15 Minuten haben wir, weil das Camp in 15 Minuten hält. Ich hoffe mal, alle sind ready. Ich gehe mal runter. Alle bitte runterkommen. For removing my keen charm. I appreciate. Oh, keen charm für einen Healer ist so unnötig. Ich gehe mal zur Seite. Da haben wir bestimmt neue keen Waffen. Ja, ich brauche auch mehr Power. Keen charm wollen wir gar nicht als Tank. So. Los, mach deinen Keen-Charm. So, ich denke mal, ich fange jetzt an. Bist du ready? Gut, ich fange jetzt an. So, es geht los. Gehen wir erstmal hinter ihn. Momentan sind jetzt die Bälle dann viel gefährlicher, weil sie viel mehr Damage machen und viel mehr Leben haben. Wüsste du gerne, wie viel Damage er nochmal im Hardmode macht? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich viele Sachen nicht blocken kann. Die kann ich blocken zum Glück. Ah, er macht immer noch Damage, glaube ich. Wenn ich blocke. Das heißt, mein Death ist immer noch nicht genug für ihn, um den safe zu tanken. Aber das muss ich immer mit ausweichen mit Death from Above. Mir fällt schon auf, dass das Kommentieren schwieriger wird, weil ich Respekt vor diesem Boss habe. Oh, ich wollte eigentlich jetzt nicht. Egal. Warte, wieder ein Ziel. Ah, kann ich glaube ich blocken? Ja, zum Glück. Einziges, den ich mit Death from Above ausweichen muss, ist sein, wo er sein Oberkörper dreht und zuhaut. Er macht sich wieder ein paar Elektrobällen. Ich hoffe, dass die DPS sich schnell auslöschen. Oh oh. Wo ist mein Safe? Hier müsste ich safe sein. Bitte, sag, dass ich safe bin. Okay, es sind noch nicht so viele gewesen. Ich bin es gewöhnt, dass es mehr sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt davon liegt, dass wir noch ganz am Anfang sind. Wird er hier gleich wieder auftauchen, weil er auch verschwunden ist. Ah, ich mach mal Death from Above. Ich greife ihn an, dreht er sich um? Nee. Sein Spring pusht mich auch weg, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir in die Mitte. Aber nicht auf diese Kreise drauf. So, jetzt in die Mitte. Zusammenbleiben. Ich hoffe, er cleanst. Ja, lief alles gut mit dem Cleans. Jetzt ist. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Zwei sind tot. Der Healer ist dabei. Das ist kein guter Anfang. Oh, den. Oh, das Skill macht nicht mehr viel Schaden. Oh, göttlich. Nämlich noch an früher, wo der mich, wenn ich geblockt hat, 70k Schaden gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er mich gerade nicht richtig erwischt hat oder ob der echt jetzt so viel chilliger ist. Das wäre richtig schön. Oh, jetzt müssen wir ihn angreifen. Wenn wir jetzt nicht angreifen, haben wir ein ganz großes Problem. Machen wir schon Damage? Oh, wir machen schon Damage. Wir haben den Schild schon längst gebrochen. Das ist natürlich nice. Das ging gut. Obwohl man es früher schon zu zweit schaffen könnte, wenn man zwei ganz, wenn man zwei ganz gute DPS hat. Aber ich helfe halt gerne mit, wenn ich sehe, dass jemand tot ist.
Jetzt müssen wir alle in den Kreis rein, sonst sterben wir draußen. Gefährlich wird es erstmal, wenn der Aggro wird. Weil ich glaube, das ist immer noch, dass er viel Damage schon macht. Oh, okay. Och Leute, was ist denn hier los? Warum sterben denn alle? Also jetzt treffen wir both. Ach nö, keine Bälle jetzt. Blocken. Potions reinhauen. Hoffen, dass der DPS sich darum kümmert, die Bälle zu entfernen. Hat er gemacht, sehr schön. Also niemals so viele Bälle hier im Raum haben, hat ein Problem. Einfach jetzt Akku aufrechterhalten und gerade ein bisschen defensiver spielen, bis die Leute wieder leben. Ich kann es immer noch nicht blocken, den Skill. Ich muss ihn also wirklich ausweichen. Lässt sich jetzt nicht gefährlich, nur für die Leute, die weiter weg sind. Ich muss aufpassen, dass er nicht zu tief sinkt, sonst macht er seinen Skill gleich wieder. Death from above, ausweichen, sehr schön. Bei diesem Boss sollte man viel mehr ausweichen, als abzuwehren, weil es einfach zu gefährlich ist. Wenn er auch nicht gut regiert ist, ist es auch... Hier bin ich safe. Okay, du musst ungefähr abschätzen, wo die langflitzen. Okay, das war ja extrem nice. Oh Mann. Wart bitte, steht noch nicht auf. Ich hoffe, ich hab... Oh Mann. Nein! Du musst ja schnell raus. Geht er auf mich? Ja. Oh nein, die Linie ist noch da. Ach nö. Echt jetzt? Wie kann denn jetzt bitte der Circle kommen? Ja, genau. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay. Das sieht nicht sehr gut aus. Okay, ich bin tot. Okay, okay.
bin ich ja schon einmal gestorben. Ich habe meine ganzen Buffs und so noch drin, also noch nicht. Oh, er hat Full Power aktiviert. Er ist jetzt super schnell. Jetzt darf nicht jeder sterben. Aber was machst du denn für einen Scheiß? Ja, wir alle sterben plötzlich. Leute, das ist der wichtigste Punkt und ihr sterbt einfach? Was mache ich denn jetzt? Ja, fuck up. Warum machst du auch so einen Scheiß? Ja, jetzt noch ein Boon. Sehr schön. Wir haben eine Chance. Mit dem Buben. Jetzt darf nur keiner sterben, dann haben wir es geschafft. Das wird der finale Run werden. Ich glaube, nochmal wollen Leute nicht runnen. Das heißt, alles oder nichts. Jeder ist tot. Alles oder nichts. Muss ich nur perfekt tanken. Dann wird alles gut. Und wir haben es geschafft. Den Run muss ich erstmal verdauen. Wen es interessiert, ihr braucht für die Generation Weapon hier diese Cracked Titles. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Terra Fate of Aaron. Bis dann, Leute. Ich kann nicht mehr.